Hallo und herzlich willkommen zurück zum Alice 19 Landwirtschaft auf der Kanäle Map 2.0. Neuer Tag, neues Glück. Als erstes sind erstmal hier die Kühe dran, dass die wieder voll werden. Warte mal, machen wir kurz hops. So. Hallo? Was frisst du denn da? Wunderbar. Schnappen wir uns mal den Weidemann. Und... halt doch. Mal überall auf jeden Fall eine Schaufel reinschmeißen. So, Moment. Nicht wundern, das ist... der ist sogar, glaube ich, ein Mod-Hub, ein Elektro. Na nun. Ja gut, 98. So. Einzige Schade ist, dass das mit dem Licht nicht hier geht, wenn ich Licht anmache. So, warte mal, mach mit. Ah, jetzt. So. Irgendwas liegt da noch. Was ist denn das? Dann wird das vielleicht Silage, irgendeine Silage sein. Müssen wir gleich mal gucken. So. Klar, die Schaufel ist ein bisschen kleiner als diese andere da. Oder ist hier schon irgendwas voll? Wasser. Schauen wir mal, was das hier ist. Kleegras, okay. Kleegras, glaube ich, war das ganz rechte Silo. Mais, Grassilage, okay, dann geht noch was. So, BGA, weiß ich gar nicht, ich kann gleich dann noch im Anschluss die BGA machen. Hätte ich da nicht, glaube ich, jetzt gerade.
fahren wir nach. Oh. Noch einen rein. Weiß ich jetzt nicht, nimmt da unten nichts weg wegen dem Schnee? Ein Teil wird davon eh wieder in der BGA landen, denke ich mal. Ja, kommt, das sollte gut sein. Dann kommt jetzt. Warte mal, was war das andere? Luzerne? Ne, Ackergras, glaube ich. Klee, oh, Klee, stimmt, genau. Klee war ja als erstes und dann Ackergras. Und dann die Luzerne hatte ich ja geerntet. Stimmt. Oh. Ja, ich bin noch dabei. Meckert doch nicht mit mir. Platz. Oh. Zum Glück hat es nicht wieder geschneit, dass man das auch erst noch machen muss. So. Weil mit dem kleinen BGA 50.000 Liter. Die habe ich ja. Jedenfalls kann hier nochmal eine Schaufel rein. So. Bestimmt noch eine. Wo gingst du denn jetzt rein? Nirgendwo. So. Aber wo? Ich kann sie ja nicht zurückschmeißen. Denn warte mal so. Dann holen wir mal einen Heuband. Wie gesagt, mit den Heuballen muss man auch. Ich habe echt nicht überlegt. Ja, lol. Ich habe genau jetzt da dorthin geschoben. Ach stimmt, ich muss ja so. Na ganz so hoch. So. Ne, wartet mal, meine Idee. Machen wir sie jetzt zurück.
auch nicht glatt. Wie gesagt, die nächsten Heubahn, die kommen dann auch da. Also in die Halle rein. Da wollte ich eigentlich auch die Ladestation für den hier. So, was hat der jetzt? Ah, verkehrte Taste. Heuklee, oder was hat andere? Gras, Klee frisch, Frischmais, Rübenschnitzel. Ja, genau. Rüben mache ich ja dann jetzt auch im kommenden Jahr. Oder hatte ich ja vor. Oh. Dass sie das denn auch immer noch befüllen. So. Wie gesagt. Weil der sich immer beim Platzieren hier dieser grüne Kasten immer hochgesetzt hat, halt irgendwie so, ne? Sieht aus, ob er da festgemacht ist an der Wand. Schauen wir mal. So. Genau, hier haben wir dann die Primus noch drin. Wir wollen ja dann noch einmal Strohpellets machen. Was haben wir denn an Gülle eigentlich schon? 43.000. Weil ich glaube, die BIA kann nämlich auch Gülle fassen. Mist. Oder war es nur Mist? Hier das verunglückte Silo. Jetzt nicht mehr benutzen können. Hier liegt doch gar kein Schnee. Bisschen Sport am Morgen ist gut für die Figur. Und werde das jetzt auch nicht mehr mit dem Silageschild schieben, den Schnee, sondern der normale Schiebeschild jetzt. Da drüben habe ich die BGA, das Feld 25. Die Silos müssen bloß nochmal ausgetauscht werden. Das eine. Weil immer wenn man gespeichert hat, wie bei dem anderen, dass man hier nichts mehr rauskriegt. Deswegen ist hier nur noch Mais das letzte, was ich habe. Und Ackergras oder so. Hier noch ein bisschen das andere hier alles, das will nicht mehr rausgehen, weil wenn man es nur hier vorne dann aufmacht und speichert, dann bleibt das auch so. Der speichert irgendwie die Plan, hier sieht man das halt, also muss man immer leider das ganze Silo aufdecken. Den mal hier noch schnell. Können wir nämlich schnell noch. Weil der hat ja, glaube ich, irgendwie. Hier auch schon fast 300.000 Liter. Also für ein Feld haben wir schon mal Gärreste. Hey, ran da. So.
mit denen ging das ja nicht. Die Abschieber auf. Oder die Schieber, glaube ich, nennt man das. Von links nach rechts. Ich glaube, ich musste einmal tauschen. Wie gesagt, der tackert die 50.000 runter und dann kann man immer wieder eigentlich nachfüllen. Ich glaube, mit der BGR mache ich am Tag. Ich mache da zweimal eigentlich am Tag was rein. 40.000. Aber eben Bäume fallen jetzt im Winter, ne? Das bringt gutes Geld. Beim letzten Mal. 130 156.000 wartet, hier irgendwo ist die BGA 77, ja, so jetzt einmal mit 70.000. Jahreszeit 600 1, 2 warte mal 2 Millionen 2,4 Millionen Liter bräuchte ich denn, hätte ich easy, weil der Klee kam ja letztes Jahr richtig viel raus, aber eben jetzt da oben mit dem Back. Eine Außensiedlung, glaube ich, liegen noch 900.000. Ich glaube, Klee waren 3 Millionen. Also, wie gesagt, so pro Jahreszeit, wenn ich da... Nee, warte mal. Ja, 600, 1,2, 2. Ja, also jetzt mehr, auf jeden Fall mehr als 100.000 pro Tag. Könnte mit dem Hänger auch einfach nur reinfahren. So, schauen wir nur an, ob da kein Schnee reinkommt. So, alles. Und noch? 330.000, Alter, der hat ja 50.000 reingekommen. 280 oder so hatten wir. Ist jetzt auch fertig. Wenn wir bloß so. Bloß immer so. Die Schläuche abmachen, sonst backen die sich beim Speichern da rein. Das finde ich auch schon. Machen.
gesehen, den Frontlader hier vom Traktor habe ich eigentlich nur, um Wein zu laden auf dem Feld. So, dann werden wir uns auch gleich mal dann auf den Weg machen. Weiter im Forst machen. Wir müssen ja mal ein bisschen Schotter. Ein neues Silo muss her. Vielleicht mal das Grundstück ein bisschen schick machen, aber 800.000 Kredit ja noch. Felder pachten. Das kostet. Und dann können wir, sind wir dann nachher für die nächstes Jahr für die gerüstet. Schöne Hexeparty wieder. Getreide. Rüben kommt jetzt noch mal dazu. Freuen wir auch schon drauf. Bestimmt hinterher nicht mehr, aber zu so eine nette Arbeitsbreite hat das Gerät. Aber in diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Mach's gut!